Im Goldmarkt gibt es genau in diesem Moment eine richtig gute Kaufgelegenheit. Ich möchte in diesem Video aber auch klar besprechen, was jetzt nicht passieren darf. Also, wo die Gefahr dieser Kaufchance liegt. Schaut's euch an. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, wir sprechen gleich über Gold. Selbstverständlich werden viele von euch auch ein Interesse haben an Silber. Ausnahmsweise hat es heute Morgen einen relativ spekulativen Podcast gegeben, und zwar einen zu Silber, in dem ich beschrieben habe, so lautet auch der Titel des Podcastes, jetzt oder nie. Der Podcast ist bereits oben seit heute Morgen um 6 Uhr. Das heißt, ihr könnt ihn euch jetzt schon anhören. Hier unter diesem Video findet ihr den Weg zu den verschiedenen Plattformen. Der Podcast ist zu hören auf Google Podcasts, Spotify, Apple selbstverständlich und so weiter. Neuerdings ja auch bei Amazon. Also, Silber jetzt oder nie. Ich denke, die meisten von euch wird das interessieren. Hört es euch mal an. Auch dort mit klaren und ganz genauen Marken. Und jetzt sprechen wir über den Goldmarkt. Ganz viele stellen sich vor, dass das an der Börse folgendermaßen geht. Ich nehme also hier meinen Becher, aus dem ich vor wenigen Minuten noch Kaffee getrunken habe, und in diesen Becher kommt etwas positiv aufgeladene Energie. Dazu von mir ein Haar, ein Erichsenhaar. Und dann habe ich hier noch in meiner Hand, man sieht es kaum, ein klein wenig Bitcoin-Staub. Das kommt da rein. Und was mache ich dann? Eine Beschwörungsformel. Und schon wird sich im Kaffeesatz dieser Kaffeetasse ganz klar ergeben, wo Bitcoin am Ende des Jahres steht. Und Gold sowieso. Und was der DAX macht. All das kann ich hier im Kaffeesatz sehen. Hallo? Nein, doch nicht. So funktioniert es eventuell nicht an der Börse. Man kann es nicht anhand des Kaffeesatzes sehen. Ich kann als aktiver Anleger, als Trader, weder meine Haare noch Bitcoin-Staub noch sonst irgendwas verwenden, um zu sagen, da handelt Gold in einem Monat, in 3 Monaten oder in 12 Monaten. Was ich aber machen kann, ist immer und immer wieder für mich vorteilhafte Setups zu erstellen. Und was braucht so ein Setup? Es braucht einen Wert, bestenfalls in einem klaren Trend. Haben wir im Goldmarkt. Es braucht Ziele, die wir ableiten können. Haben wir im Goldmarkt. Und das Allerwichtigste, es braucht einen glasklaren Stop. Ein Exit-Szenario, nur dann kann ich nämlich bestimmen, ist das eine für mich interessante Chance, also ein vorteilhaftes Setup, ja oder nein. Wir versuchen es heute also mal ohne Kaffeesatz und das Ganze direkt bei mir am Bildschirm. So, das hier ist Gold in einem Wochenintervall im Verlauf der letzten 3 Jahre. Wir werden es heute einmal umdrehen. Normalerweise beschäftigt sich ein professioneller Trader, der das Ganze seriös angeht, der sich also nicht davon leiten lässt, was alles geschehen kann auf seinem Weg zum Reichtum, sondern erst einmal überlegt, wie schütze ich mein Kapital? Was kann schiefgehen? Wie sieht das Exit-Szenario aus? Was ist der Worst Case? Das ist die richtige Herangehensweise. Wir drehen sie heute aber bewusst einmal um. Das heißt also, wir sprechen zuerst einmal über die Chancen. Denn schließlich und endlich ist es das Ziel eines Trend-Traders, auf der Long-Seite aktiv zu werden und damit auch eine bessere Chance zu haben als jemand, der sich permanent gegen den Trend stellt. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Gold handelt seit dem 4. Quartal 2018, man sieht es hier, in einem Aufwärtstrend. Dementsprechend sind Rücksetzer kaufenswert. So auch dieser. Das sei mal nach einer Minute bereits festgestellt. Das ist eine Kaufgelegenheit. Wir werden gleich darauf eingehen, was nicht passieren darf, also wo die Gefahr liegt, wo man also dementsprechend auch den Stop setzen könnte. Vorab aber der Hinweis, dass es bullish aussieht. Ja, wir haben hier unten, den habe ich mal mit reingenommen, normalerweise. Das ist so die Standard-Grundeinstellung, die ich sehr, sehr häufig verwende. Ich benutze 2 gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Intervallen. Ich nutze ein Fibonacci Retracement und oft lasse ich mir den Relative Strength Index, also diesen Indikator, anzeigen. Allerdings in der Regel nicht, damit ihr mir sagt, wo oben und unten ist, sondern ob ich hier etwaige Hinweise bekomme, dass etwas mit der Bewegung nicht stimmt.
Ja. Das ist aber hier im RSI aktuell nicht gegeben. Man sieht, dass man hier im RSI, dass wir hier in eine Unterstützungszone kommen, die letzten Male gehalten hat. Ja. Dass ein Kurs dann bei einem Hoch, ja, auch ein neues Hoch, einen potenziell überkauften Zustand ausbildet, so wie das hier geschehen ist im August bzw. September, das ist genau das, was man will. Ansonsten hat man nämlich Divergenzen. Und Divergenzen will man nicht. Divergenz im RSI heißt, Kurs macht ein neues Hoch. Divergenz wäre dann, wenn der RSI aber kein neues Hoch macht. Und das ist ein Warnsignal. Wir haben hier keine Auffälligkeiten im RSI aktuell. Gold ist natürlich nicht mehr überkauft nach dieser Korrektur, ist aber im Bereich hier dieser Unterstützung. Also positiv. Dann sehen wir, dass der Kurs hier deutlich oberhalb des 38er Retracements, also 1725, handelt, auch positiv. Wir sehen seit einigen Monaten den Kampf um das 23,6er Retracement, hier bei rund 1860 US-Dollar. Wenn wir uns hier die letzten Monate anschauen, das geht ja nicht erst seit einigen Wochen so, dann pendelt der Kurs permanent um diesen Meridian rum, also um diese 1860 US-Dollar. Insofern sehen wir, dass es hier ein entscheidendes Kursniveau ist. Und wir können uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht fragen, ist das jetzt der Einstieg für ein neues Allzeithoch? Sondern es geht darum, ist das hier ein passender Einstieg, weil ich hier einen engen Stop habe? Das macht ja eine Position erst einmal attraktiv. Natürlich weiß ich auch, wenn ich ein Video mache, Gold 2500 bis März 2021, ja, das ist dann besonders attraktiv. Mir geht es aber darum, erhalte ich hier einen günstigen Einstieg, also kann ich den Stop nah platzieren. Und das kann ich, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ganz kurz aber nochmal den gleichen Zeitraum und zwar in einem Tag, denn dafür sind die gleitenden Durchschnitte eigentlich gemacht. Und dann schauen wir uns die letzten 3 Jahre an, da sieht man, dass diese simple Einstellung, also dieser gleitende Durchschnitt, man könnte auch den EMA 100 statt den Simple Moving Average 50 nehmen, lassen wir jetzt heute mal außen vor, es geht nicht um die Indikatoren. Wir sehen, dass wir hier ein Kaufsignal gehabt haben und zwar Anfang 2019 bei 1250 US-Dollar und dieses simple Kaufsignal hat seitdem gehalten. Die blaue Linie, das ist also der simple gleitende Durchschnitt in einer 200er Einstellung, hat hier den kürzeren Durchschnitt geschnitten. Ja, wir sehen es hier. Entschuldigung, andersrum natürlich. Also der kürzere Durchschnitt, also der blaue, hat den längeren geschnitten. Der 50er hat den 200er geschnitten. Und seitdem ist dieses Kaufsignal aktiv. Ja, jetzt sagt der ein oder andere, ja, aber damit kann ich das Top ja auch nicht bestimmen. Richtig. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich möchte bei so einer Bewegung von Anfang an mit dabei sein. Jetzt darf nicht passieren, und damit kommen wir gleich zu der Gefahr, was darf nicht passieren, ja, Verkaufssignale funktionieren auch. In diesem Fall gab es hier das Verkaufssignal letztmalig im Juni und das führte dazu, dass der Kurs dann in der Spitze um 20% zurücksetzte. Seitdem gilt das Kaufsignal. So, also unter diesem Aspekt sollte möglichst der kürzere Durchschnitt nicht den längeren schneiden. Wir sehen aber hier, dass er hier auch so langsam beginnt zur Oberseite abzudrehen. Eine Annäherung ist vollkommen in Ordnung. Das spricht dann eher für eine Kaufgelegenheit. Bevor wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, was nicht passiert, gucken wir uns die beiden größten Goldproduzenten nochmal an, um abzugleichen, ist das auch, was die Produzenten uns sagen? Und wir können ganz schnell feststellen, ja, ist so. Newmont Mining befindet sich ebenfalls hier in einer großen Flaggenbildung. Also, glaube ich, muss ich nicht weiter ausführen, sieht man mit bloßem Auge. Ja, und solange hier diese Marke nicht zur Unterseite unterschritten wird, also in dem Fall, solange hier der Kurs nicht unter rund 55, 70 abrutscht. Ich würde hier aber da eigentlich das letzte gehandelte Tief nehmen. Solange ist hier charttechnisch alles in Ordnung und es spricht eher für weiter steigende Kurse im weiteren Verlauf. Ob jetzt sofort oder ob die Flaggenbildung weitergeht, das lässt sich daraus nicht ableiten. Aber das ist ja für einen mittelfristigen Ansatz auch nicht so wichtig. Bei Barrick Gold, ich nehme es vorweg, ist es genauso. Barrick Gold sieht allerdings charttechnisch etwas schwächer aus, kämpft hier mit dem 38er Retracement seit vielen, vielen Wochen. Auch hier ist aber eine klare Unterstützung. Also und die antizyklischen Käufer ist es halt genau hier interessant jetzt. Auch das spricht eher dafür, dass die Korrektur kaufenswert ist. Also alles im Lot. Und wann ist es nicht mehr im Lot? Darum geht es.
Darum geht es mir heute und dafür möchte ich deutlich weiter rein. Wir schauen uns mal hier die letzten 6 Monate an. Da nehmen wir ruhig noch, gehen wir noch weiter rein. Das letzte gehandelte Tief, den nehmen wir mal raus hier. Das letzte gehandelte Tief, das sollte möglichst nicht mehr unterschritten werden. Das hier ist für mich eine ganz entscheidende Zone. Ich packe die Linie mal rein, wir werden es gleich sehen. Retracements funktionieren natürlich auf kürzerer Zeitebene auch. Und wo ist ab wo wird eine Bewegung bärisch, wenn es unter eines 61,8er Retracement geht? Und wir sehen hier, wie wunderbar der Kurs hiermit gekämpft hat. Genau hier mit dem 61,8er Retracement. Kann man das sehen? Die letzten 3 Tage waren ganz entscheidend. Versuch unter das Ausbruch der Bären, wenn man so will, unter die 1833 US-Dollar. Gestern nochmal das Gleiche. Heute bisher der bullische Abpraller von hier. Und spätestens, wenn wir hier über die 1885 US-Dollar ansteigen, das obere Retracement, dann ist diese Bewegung wieder befreit. Dann war das hier wirklich ein erfolgreicher Versuch. Nein, dann war es eine erfolgreiche Abwehr der Bullen gegen die Bären. Und deswegen habe ich das Video heute gemacht. Das hier ist interessant. Zweimal das 61,8er Retracement angetestet. Oh, Jungs von Trade Signal, ich benutze euch so häufig, da könntet ihr meine Verbesserungsvorschläge ruhig mal umsetzen. Kleiner Wink am Rande. Aber das ist der Vorteil, dass ich das so sagen darf, weil ich schließlich und endlich keinerlei Kooperation mit denen habe, sondern das Ganze hier ganz normal als zahlender User nutze. Das macht auch frei. Also, das ist spannend. Und die Frage, was darf nicht passieren? Das hier ist die Zone, die nicht passieren darf. Gold sollte nicht unter genau diese Zone abrutschen. Ich mache es mal ganz dick. Das, was wir hier jetzt zuletzt zweimal erfolgreich getestet haben, das muss halten. So einfach ist das. Hier sollte Gold nicht mehr drunter abrutschen. Dann kann es aus meiner Sicht deutlich tiefer gehen. Weil wir da noch nicht sind, lasse ich das mal außen vor. Dann kann Gold aus meiner Sicht unter 1700 US-Dollar abrutschen. Das ist kein Crash. Das sind aber mehr als 160 Dollar Abwärtspotenzial dann. So, momentan bin aktiv dabei, die bullische Variante zu nutzen. Aber jetzt kennt ihr die Marke, die aus meiner Sicht die Kurszone, diese kleine, dünne Kurszone, die aus meiner Sicht keinesfalls unterschritten werden darf. Denn dann, und so ist der Titel des heutigen Videos, dann wird es gefährlich. Nochmal der Hinweis, wenn ihr eine ähnliche Erläuterung zu Silber haben möchtet, findet ihr im heutigen Podcast. Das war's. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bin gespannt auf eure Einschätzung zu Gold und wünsche euch einen schönen Abend. Bye bye und ciao.